So, ja Mensch, da geht's dann auch endlich weiter bei Let's Play Assassin's Creed 2. In einer neuen Aufnahmesession kann man quasi sagen, mit ein bisschen veränderter Grafik. Wir werden mal schauen, wie es ankommt, ob es gut ankommt, ob es schlecht ankommt. Wird sich alles noch zeigen. So, was ist in der letzten Folge passiert? Wir haben unser zweites Opfer umgebracht, nämlich den guten Vieri De Pazzi, unseren alten Erzfeind, noch aus Kindertagen. Den haben wir mal schlafen gelegt, kann man sagen. Und jetzt renne ich gerade ein bisschen planlos durch die Villa rum, einfach weil ich es kann. Ganz einfach. So, ich springe jetzt hier runter und ja. Ja, den haben wir umgebracht, haben auch etwas über eine Verschwörung erfahren, die im Gange sein soll gegen irgendjemanden, vermutlich wieder gegen uns. Und die ganze Welt ist wieder mal gegen uns. Wir sind aber jetzt erstmal zurück in Monteregioni und wir sprechen mit unserer Schwester Claudia. Hallo, Claudia. Unser Onkel ist ein Monster. Das ist unerhört. Was ist geschehen? Er lässt mich arbeiten. Wenn Vater hier wäre, müsste ich sicher nicht hinter einem Schreibtisch sitzen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Versklavung? Da jemand entschieden hat, hier zu bleiben, hat Onkel Mario vorgeschlagen, dass wir Geld verdienen, um die Villa zu reparieren. Aber es gibt kein Geld. Ich wette, dass ich dir Geld bringen kann. Oh, klasse. Mehr Arbeit für mich. Nun gut. Wenn du anfängst, für Verbesserungen in der Stadt zu zahlen, werde ich alles in diesem Buch festhalten. Und da ich nichts Besseres zu tun habe, notiere ich auch alles, was du von anderswo mitbringst. Wenn du es schaffst, diesen Ort ans Laufen zu bringen, werden Reisende zu Besuch kommen und Geld ausgeben, obwohl viele den Weg aus der Stadt scheuen werden. Aber wenn sie kommen, sammle ich alles verdiente Geld in dieser Kiste. Du wirst selbst herkommen müssen, um das Geld zur Bank zu bringen. Wenn die Kiste voll ist, nehme ich mir sonst selbst den Überschuss. Capito? Abgemacht. So, und damit sind wir jetzt auch bei unserer unendlichen Geldquelle angekommen. Nämlich bei Monteregioni selbst. Das heißt, wir sind quasi jetzt der Besitzer der Stadt und müssen immer mal wieder so gucken, was können wir renovieren. Da kommen mehr Leute in die Stadt und geben mehr Geld aus. Das heißt, irgendwann hat man dann, glaube ich, einen Rekord. Also wenn alles auf 100% ist, hat man, glaube ich, 11.000 kriegt man dann, glaube ich, pro alle 20 Minuten. Damit kann man dann schon gut leben, sag ich mal. Aber da muss man aber auch erstmal einiges rein investieren. So, und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Erstmal schauen wir kurz in die Truhe schauen, da wird noch nichts drin sein. Ja, das heißt, wir können sie noch nicht mal. Ja, doch, doch, nee. Also, momentan können wir nicht mehr mit der Truhe interagieren. Wir müssen nämlich erst mit dem Architekten sprechen. Der steht jetzt hier. Hier sehen wir ein kleines Modell von Monteregioni. Buongiorno. Stimmt etwas nicht? Sir Mario heuerte mich an, um mich um alles zu kümmern. Aber ich bin Architekt und kein Zauberer. Ohne Geld kann ich keines dieser Gebäude reparieren. Und wenn euch jemand Geld brächte? Dann wären wir im Geschäft. Ihr seid sicher Sir Ezio. Hab ich recht? Onkel, das ist mal ein cleveres Bürschchen. Er ist sehr aufmerksam, wenn er Geld riecht. Wenn ihr diese Stadt aufbauen wollt, brauche ich es. Ich habe hier eine Preisliste für neue Läden und Renovierungen. Bringt mir Gold, trefft eine Wahl und ich fange sofort an. Wenn ich einen Laden baue, könnt ihr als Besitzer die Ware dort zu niedrigen Preisen erwerben. Investiert ihr mehr Geld in den Laden, wird der Rabatt größer. Die Renovierungen, nun, sie bringen das Leben zurück in die Stadt und in die Villa. Und wie Sir Mario mir erzählte, war das eurem Ur-Urgroßvater sehr wichtig. Außerdem führen neue Läden und Renovierungen dazu, dass mehr Menschen zu Besuch kommen, wodurch euer Einkommen steigt. Wollen wir uns das... So, da haben wir es einfach gerade nochmal gehört, was wir machen müssen, damit das und das passiert. Und jetzt sehen wir hier, was wir alles renovieren können oder auch müssen. Also, wir haben erstmal einen Brunnen. Die Diebesgilde kann man aufbauen, die Militärkaserne kann man aufbauen, die Kirche, die Minen können wir ausbauen, wir können das Bordell ausbauen, den Schneider können wir ausbauen, den Arzt, den Schmied, die Bank und den Kunsthändler, das geht alles. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Brunnen an, der kostet 4.000. So ein läppischer Brunnen kostet 4.000 Florin, ist ja furchtbar.
Gut, wir erneuern den Brunnen. Das geht auch ganz fix. Und schon haben wir 4000 ausgegeben. Und wenn wir jetzt mal in das Buch schauen, interagieren. Ja, will ich, dankeschön. Dann kann man jetzt sehen, vorher stand hier, gut, ich kann jetzt schlecht drauf zeigen, aber auf jeden Fall stand unten rechts auf einmal vorher noch 1%, jetzt sind schon 3%. Ja. Da freuen wir uns auch, ne? Und jetzt sollen wir noch mit Mario in seinem Büro sprechen. Und was wären wir denn für ein Neffe, wenn wir nicht sofort zu unserem Onkel eilen würden? Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Kurze Frage. Warum sind es eigentlich immer Bücherregale? Warum nicht mal, keine Ahnung, sowas, ein falsches Fenster, das wäre doch immer was Schönes. Aber nein, es sind immer falsche Bücherregale. Warum auch immer. So, und nun werden wir in das größte Geheimnis von Monteregioni eingeweiht. Was ganz Tolles, worauf ich mich jetzt schon nicht freue. Weil ich weiß, dass mir das einige schöne Stunden bescheren wird. Ja. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt, doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den 6. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Darf ich was sagen? Sehr gut. Also, hier. Das sind also alles Vorväter von uns, die irgendwie ganz toll waren. Und wir sehen hier immer diese lustigen runden Kreise und das sind, da müssen Siegel rein. Und diese Siegel werden wir in ganz Italien auf unserer ganzen Reise finden. In fast jeder Stadt gibt es, glaube ich, eins. Da muss man dann reingehen und was man dann da drin macht, das seht ihr dann, wenn wir endlich mal in einem sind. Das macht mega viel Spaß. Ich freue mich jetzt schon drauf, wie ein kleiner Junge vor dem ersten Schultag, nämlich gar nicht. Ihr werdet dann noch sehen, warum das so ist. Ja, und langsam sind wir gleich auch jetzt auch an dem Punkt, wo man uns nichts mehr erklärt oder auch nichts mehr erklären muss und auch nichts mehr erklären wird. Einfach, weil wir langsam aber sicher reinkommen, tatsächlich. Weil jetzt haben sie uns, glaube ich, wirklich alles erklärt, was wir wirklich wissen müssen. Oh. Und jetzt müssen wir zurück nach Florenz, um die Familie, also die ganze Familie De Pazzi auszulöschen. Weil die ja anscheinend mit Schuld dran waren, dass unser Vater umgebracht wurde. Außerdem planen sie eine Verschwörung und Verschwörungen sind nie gut. Also wenn ihr eine Verschwörung plant, überlegt euch bitte nochmal, ja? Weil sonst kommt hier noch Ezio um die Ecke. Das wollen wir auch nicht. Also, wir laufen also... das hier... Diana-Statuette gefunden. Oh, das ist noch was anderes. Das zeige ich euch jetzt aber auch noch schnell. Also, es war nämlich noch nicht das einzige Geheimnis, was man hier in Monteregioni finden kann. Nämlich der Garten unserer Villa. Beherbergt auch noch ein kleines Geheimnis. Das heißt, wenn wir jetzt nicht da reingeht, sondern hier außenrum, gewieft, ich weiß, findet man, davon leuchtet schon,
findet man solche Podeste. Und auf diese Podeste gehören Götterstatuetten. Untersuchen. Neptun und Pluto. Einer ruht in der Tiefe, der andere am Ende der Zeit. Was auch immer das heißt mag, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man, glaube ich, insgesamt, wenn man alle finden möchte, muss man, glaube ich, insgesamt 8 Statuetten finden. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich habe es auch, als ich es privat durchgespielt habe, nicht geschafft, alle zu finden. Deswegen wundert euch nicht. Also, ich werde probieren, sie zu finden. Mars und Venus, der Gott des Zorns und der Stärke, genießt die strahlende Schönheit seiner Geliebten. Sie zähmt seinen Zorn mit ihren sanften Berührungen. Ich werde probieren, alle zu finden. Und eventuell schaue ich sogar eine Lösung nach, wo sich die alle verstecken. Ah, okay, da gehört schon mal die Diana-Statuette rein. Also, ich schaue mal, ob ich es mache oder ob ich dafür viel zu voll bin. Das seht ihr dann am Ende vom Let's Play. Ja, und jetzt gehen wir aber wirklich zurück nach Florenz, denn wir wollen ja die Verschwörung aufhalten, die sie da anbahnt. Und warum ich hier über das Gelände laufe, ich habe keine Ahnung. Und warum ich jetzt auch wieder hier reinkletter, ich habe keine Ahnung. Es ist... Oh, furchtbar. So, und warum ich das hier mache, keine Ahnung. Ich mache es halt einfach, weil ich es kann. Und ach, man merkt schon, es ist ziemlich heruntergekommen hier. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wir ein bisschen Geld hier rein investieren. Was wir auch tun werden, wenn wir dann mal Geld haben. Momentan haben wir leider keins. Und jetzt gehen wir zur Schnellreisestation. In der Hoffnung, dass wir schon schnell reisen können. Ja, wir wollen nach Florenz. Nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Wir wollen in die Mitte, Leonardos Werkstatt. Akzeptieren. So, und jetzt dürften wir gleich in Florenz ankommen. Nach einer kleinen Werbepause, nicht wahr? Faith, haben wir gleich mal ein Wörtchen gegeben? Nein. Just you know why. Just you know why. So, nach dieser kleinen Werbepause sind wir auch wieder da. Wieder epische Aufbaubilder. Das ist schon sehr, sehr bewegend. Die Republik Florenz im Jahre 1478. Herzerwärmend, nicht wahr? Ah, da geht einem das Herz auf. So, was man allerdings jetzt hier nicht sieht, sind die ganzen Wachen auf den Dächern, die uns noch begegnen werden. Hat mir seltsamerweise weggelassen. Wohl, um den Spieler in Sicherheit zu wiegen. Und, Mensch, welch Zufall. Wir sind direkt vor Leonardos Türe. Wir klopfen nochmal. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten 2 Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh! Es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Hey, Vincenzo! Vincenzo! Also, Worten Taten folgen lassen, verschiedene Attentatstechniken üben, während Leonardo über den Codex-Seiten brütet.
Wir akzeptieren natürlich. So, und wir haben also noch nicht alles, was es gibt, ausprobiert. Jetzt lernen wir noch die verschiedenen Techniken kennen, die es gibt. Ja, und es gibt ganz genau 3 Sachen, die wir jetzt auch lernen werden. Das sieht man jetzt auch hier sehr schön. Vielleicht sind es auch 4. Nee, es sind wirklich 3. Also, einmal, wenn wir im Heuwagen versteckt sind, können wir eine Wache, die vor uns ist, ganz einfach eliminieren. So, jetzt geht es gleich um das Sprungattentat, das Luftattentat. Das wir dann auch endlich mal beherrschen. So, hier steht also über einer Person und Attentat. Und warum kommt da jetzt gerade Blut raus? Hä? Ich dachte, das wären ganz normale Menschen. Okay, ich werde es mal nicht hinterfragen. Und dann gibt es noch eine letzte Attentatsart. Wenn wir so hängen und da steht eine Wache, können wir ganz einfach so machen. Ich finde immer noch sehr, sehr cool. Und das war's dann auch. So, jetzt können wir noch. Wir können jetzt also durch. Okay, wir können. Wir können noch weiter üben hier so. Aber da wir jetzt schon alles gelernt haben, hat es doch relativ wenig Sinn. Weswegen wir zurück zu Leonardo gehen. Wir klopfen nochmal an und es geht rein. Ich hab's geschafft. Komm schnell. Schau. Nimm es. Probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amigo. So, jetzt lernen wir den berüchtigsten Dieb der damaligen Zeit kennen. Worten Taten folgen lassen, haben wir jetzt geschafft. So, Fähigkeit Luftattentat erlernen, das ist doch mal schön. Fähigkeit Attentat aus dem Versteck erlernt, noch viel schöner. Zweite versteckte Klinge erhalten. Das ist natürlich richtig cool. Wir haben Rennen freigeschaltet. Wir haben also jetzt richtig viel freigeschaltet. Fähigkeit Attentat vom Vorsprung ausgelernt. Und Panzerplatte mit versteckter Klinge erhalten. Okay. Okay. Was will der denn jetzt? Das war jetzt etwas unbeabsichtigt eigentlich. Ja, Mensch. Ich hab mal ein bisschen Panik, weil ich überhaupt keine Ahnung mehr hab. Wie konnte man eigentlich? Ich will kontern. Ah! Wie konnte man denn? Wie konnte man denn? Das ist ja furchtbar. Ich muss. Wisst ihr was, ich hau jetzt einmal mal ab, weil ich bin gerade irgendwie total zur Steuerung draußen. Das ist ja furchtbar. Okay. Hä? Fuchs, ja, klar. Wollt ihr den Fuchs in der Nähe des Mercato Vecchio aufspüren? Das will ich doch gar nicht. So. So. Nein, 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 nein. So. Sag mal, was war denn das gerade los? Wie kontert man denn? Hab ich. Bin ich dumm? Anscheinend ja schon, weil ich hab. Okay. Also, auf jeden Fall, auf diesem Mercato Vecchio gibt es auch eine Glyphe. Und weil wir sowieso nichts Besseres vorhaben, werden wir diese Glyphe jetzt finden. Also die ist jetzt, glaube ich, nicht so schwer zu finden, wenn ich... Lokalisieren, na... Lass das rüberspringen!
Ja, das ist... Rüberspringen. So, also, wir klettern mal hier rauf. Was ist ja gerade furchtbar, was da gerade mit mir los war. Und jetzt... springen wir erstmal hier in die Mitte und holen uns die Vogelfeder. Wow, wir haben schon 2 von 100 Vogelfedern. Da unten ist ein... ist das Ziel, aber das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen nämlich eigentlich die Glyphe finden. Aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen zu blöd. Ach, wisst ihr was? Ich beende die Folge langsam jetzt hier einfach auch mal, weil die geht so ein bisschen schon so lang. Ich probiere mal wieder ein bisschen in die Steuerung reinzukommen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed. Ciao!